Ja, Herr Fellner, was ist denn? Die Polizei. Geben Sie mir die Polizei. Ja, das Revier. Oder holen Sie die Funkstreife. Schnell, schnell! In die Pension Krüger in der Goethestraße eine Funkstreife. Ich habe keine Ahnung, warum. Für einen Gast? Ja, ja, ist gut. Ich habe die Polizei gerufen. Ich bin nicht verrückt, wir können über alles sprechen. Ich habe euch gesagt, das ist Schluss. Wenn die Polizei kommt, seid ihr erledigt. Hallo. Hallo. Sie müssen auch die Schüsse gehört haben. Natürlich habe ich die Schüsse gehört. Ich habe auch gehört, dass jemand die Treppe heruntergekommen ist. War es ein Mann? Was weiß ich? Ich habe mich sofort hier auf den Boden geworfen. Sollte ich den Kerl aufhalten? Also war es ein Mann? Ich weiß es nicht. Sie haben sich hier auf den Boden gelegt? Ja. So? Ja, ja, so ungefähr. Ja, Sie können doch sehen. Schuhe, Beine. Nein, nein, wieso? Ja, was denn? Haben Sie die Augen zugemacht? Ich habe so viel Angst gehabt, dass ich... Ich habe einfach nicht hingesehen. Man kann sehr gut sehen. Schuhe und Hose müsst ihr beschreiben können. Wieso kann ich? Ich sag ja, ich kann nicht. Der Tote heißt Werner Fellner. Er ist 26 Jahre alt. Geboren in Augsburg, von Beruf Feinmechaniker. Aber anscheinend hat er seinen Beruf im Moment nicht ausgeübt. Woher weißt du das? Was sagen die Leute, die hier im Haus wohnen? Hat bis mittags geschlafen, sagen sie, und blieb dann entweder zu Hause oder ging aus. Ah ja, das ist Fräulein Sabine... Körner. Ja, kommen Sie doch rein. Sie kennt Fellner, sie hat ihm das Zimmer hier vermittelt. Vermittelt? Er hat mich gefragt, wo er wohnen könnte. Ich habe gesagt, ich wohne in der Pension Krüger. Wo haben Sie ihn kennengelernt? Da, wo ich arbeite. Ich bin Kellnerin oben in der Goethestraße. Er hat da Klavier gespielt. Wie heißt das Lokal? Pacific. Mhm. Kenn ich. Ganz schön mieser Schuppen. Was war er da? Angestellt? Ich weiß nicht, was er war. Also Sie sagten doch, dass er da Klavier gespielt hat. Sie haben mich gefragt, ob er da angestellt war. Ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Ja, schon gut, schon gut. Er hat also da Klavier gespielt. Wann? Jeden Abend? Jeden Abend. Fast jeden Abend. Ich weiß es nicht. Na, das nennen Sie doch hoffentlich nicht präzise Ausführungen. Ich antworte so gut ich kann. Das Gefühl habe ich aber nicht. Wollen Sie uns nicht helfen? Ich sage, was ich weiß. Hier ist ein Mann erschossen worden. Lässt Sie das so gleichgültig? Na schön. Was wissen Sie sonst noch über Fellner? Nichts. Über seinen Umgang, über seine Freunde? Weiß ich nicht. Sie wohnen doch gegenüber. Das sagt doch nichts. Wollte er ausziehen? Das sehen Sie doch. Da stehen doch seine Koffer. Das sehen Sie doch. Ja, nun hören Sie mir mal zu, Fräulein Sabine. Lass sie, Robert. Ich finde, sie hat uns schon geholfen. Kann ich gehen? Ja. Die hätte ich aber gern noch weiter gefragt, Chef. Wo hat sie ihr Zimmer? Gegenüber. Die weiß bestimmt mehr. Und wie ist dein Eindruck, Helga? Sie konnte den Toten nicht ansehen. Und warum, glaubst du? Ich hatte das Gefühl, sie hatte Angst davor. Sie könnte sonst ihre Selbstbeherrschung verlieren. Die doch nicht. Kellnerin im Pazifik. Naja, ihr kennt das Pazifik nicht. Kann man mal diese Tür aufmachen?
Nein, nein, wir bringen den Toten raus. Kommt her. Also es sieht so aus, Chef. Fellner kommt angelaufen und läuft in sein Zimmer. Er geht ans Telefon und spricht mit dem Portier. Man hört seiner Stimme an, wie er außer Atem ist. Und er sagt dem Portier, er soll die Polizei rufen und zwar sofort. Das tut der Portier. Und genau in dem Augenblick kommt der Mörder rein und geht rauf, ohne dass der Portier ihn sieht. Sagt er? Ja, natürlich sagt er. Das muss ja nicht stimmen. Mein Gott, ich erzähle doch nur, was der Mann sagt. Also, er sah die Tür nur noch pendeln. Und als er später die Schüsse oben hörte, wusste er nicht, was er tun sollte. Und plötzlich hört er leise jemanden die Treppe runterkommen. Und wirft sich auf den Boden hin. Ja, und er sagt, er hat den Mörder nicht gesehen. Nicht die Spur. Aber niemand hat ihn gesehen. Auch die, die zur Zeit der Tat im Haus waren, kamen entweder zu spät auf den Flur oder ins Treppenhaus. Niemand hat ihn gesehen. Oder sie haben die Augen zugemacht. Wissen Sie, wie sich das anhört, Chef? Ja. Wie so ein richtiges Gangsterstück, nicht? Ja. Am helllichten Tag rennt ein Mörder hinter jemandem her, verfolgt ihn bis in ein Haus und schießt durch die Tür durch. Mein lieber Mann. Pazifik, Chef. Da verkehren solche Typen. Und Fellner hat da Klavier gespielt. Helga? Ja? Schau dir das mal an. Ja. Ja, das geht ja ziemlich durcheinander. Mendelssohn, Beat. Das hier sieht aus wie eine eigene Komposition. Eigene Komposition? Ja, ist eine Handschrift. Ich denke, der war Feinmechaniker. Versuch das mal zu spielen. Ja. Warum spielen Sie das? Kennen Sie das? Was ist das für eine Musik? Weiß ich nicht. Ja, warum kommen Sie dann so aus Ihrem Zimmer rausgeschossen? Weil er hat es oft gespielt und ich habe es gehört. Deswegen. Hallo? Was, eine Dame? Ja, haben Sie ja nicht gesagt, dass... Ja, so gut, dann stellen Sie das Gespräch durch. Hallo? Nein, hier ist nicht Fellner. Hier, wer spricht dort? Nein, nein, Sie sind nicht falsch verbunden. Ich bin im Zimmer von Herrn Fellner, aber... Wie ist Ihr Name? Fräulein Böttcher. Ja, Herr Fellner ist Sagen im Moment... Sie ihr doch, dass er tot ist. Er ist tot! Fräulein Böttcher? Ja, hier ist Kriminalpolizei, ja. Sie sind Fräulein Böttcher? Ja. Bitte kommen Sie. Wer hat es getan? Wer konnte sowas tun? Wird erschossen hier in seinem Zimmer? Warum? Bitte. Von wem? Was ist denn hier eigentlich passiert? Fräulein Böttcher, Sie sagten, Sie sind mit Werner Fellner verlobt. Ja. Dann ist das eine furchtbare Nachricht für Sie. Wir tappen völlig im Dunkeln, Fräulein Böttcher, rundheraus gefragt. Haben Sie eine Ahnung, wer für diesen Mord in Frage kommt? Nein, nicht die geringste. Für mich ist völlig unvorstellbar, dass er Feinde gehabt haben soll. Er war der verträglichste Mensch. Wissen Sie, dass er Klavier gespielt hat? Ja, natürlich, er spielte sehr gut. Wo? Wo hat er gespielt? Hier oben? Kennen Sie dieses Zimmer? Ja. Helga. Ja. Geh doch mal ans Klavier, bitte. Darf ich dich mal bitten? Danke.
Kennen Sie die Melodie? Sehr hübsch. Was ist das? Das ist seine Handschrift. Hat er das komponiert? Ja, wahrscheinlich. Seit wann kennen Sie Herrn Fellner? Seit 6 Wochen. Und kennen Sie das Lokal Pacific? Nein. Es ist hier ganz in der Nähe. Es ist kein sehr gutes Lokal, aber Herr Fellner hat dort jeden Abend Klavier gespielt. Wussten Sie das? Klavier gespielt in einem obskuren Lokal? Das ist ganz ausgeschlossen. Warum? Weil er es mir gesagt hätte. Wenn es so wäre, hätte er es mir doch erzählt. Ja, aber er hat dort Klavier gespielt. In einem obskuren Lokal, wie Sie so schön gesagt haben. Harry, ich möchte gern vor Herrn Körner sprechen, ja? Bitte, Fräulein Körner. Ach, das trifft sich ausgezeichnet. Bitte kommen Sie doch mal herein. Was wollen Sie denn noch? Das ist Fräulein Sabine Körner, Kellnerin im Pazifik. Na und, ist das ein Dreck? Na, Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass das die Stellung ist, nach der Sie sich ein Leben lang gesehnt haben. Nein, aber das geht Sie nichts an. Fräulein Körner weiß und bezeugt, dass Herr Fellner im Pazifik Klavier gespielt hat. Regelmäßig? Ja, regelmäßig. Jeden Abend. Oder glauben Sie mir nicht? Das Pacific ist ein Dreckslokal, okay, weiß ich. Aber er hat sich da wohlgefühlt. Hat da Klavier gespielt, weil er sich wohlgefühlt hat. Und gesoffen hat er, und Karten gespielt hat er. Und geprügelt haben sie sich, und mittendrin er, weil's ihm Spaß gemacht hat. Ich habe in den letzten Wochen eine Abendschule besucht. Abends haben wir uns nicht gesehen. Ich meine, es ist durchaus möglich, dass ich doch nicht sehr genau Bescheid darüber gewusst habe, was er abends wirklich tut. Ob ich ein Glas Wasser? Helga, bitte. Kommen Sie. Bitte beruhigen Sie sich doch, bitte. Ich verziehe mich wohl jetzt am besten. Ja, es wäre wünschenswert. Das ist vielleicht ein Schätzchen. Na wieso? Von Ihrem Standpunkt aus? Hat sie denn einen? Ja, sie hat einen. Helga, du und Robert, bringt bitte Fräulein Böttcher ins Büro. Ich möchte alles wissen über ihre Beziehungen zu Fellner, ja? Und Harry und Walter, ihr werdet es nie erraten, aber ich möchte gern, dass wir ins Pazifik gehen. Was machen denn Sie, Chef? Ja, ich habe den schwersten Weg. Ich gehe rüber. Darf ich? Nein. Danke. Warum können Sie es eigentlich nicht ertragen, dass da drüben Klavier gespielt wird? Ich habe Ihnen gesagt, warum. Ja, sagen wir besser, Sie können das eine Stück nicht ertragen. Diese eine ganz besondere Melodie. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Von wem ist das Stück? Von ihm. Hat er es oft drüben gespielt? Oft? Hat er es Ihnen vorgespielt? Ist doch nicht verboten? Nein. Sie haben im gleichen Lokal gearbeitet und sind doch wahrscheinlich früh morgens, wenn Schluss war, gemeinsam nach Hause gegangen. Ja. Sie sind eine sehr reizvolle Frau. Hatten Sie nähere Beziehungen zu Fellner? Darauf habe ich gewartet. Wenn ich morgens nach Hause kam, war ich müde und Fellner wäre der Letzte gewesen, mit dem ich... Ich habe Ihnen doch gesagt, was das für einer war. Getrunken, Karten gespielt, sich rumgeprügelt. Das war nicht der Typ, auf den ich besonders scharf gewesen wäre. Nur Klavier spielen konnte er gut. Sind Sie fertig? Nein. Ich habe noch eine Frage. Als das draußen passierte, auf dem Flur, da haben Sie geschlafen? Ja, ich lag im Bett. Fellner kam sehr eilig die Treppe heraufgerannt. Er war ganz außer Atem, also er wird sicher nicht leise gewesen sein. Nur, Sie haben nichts gehört. Nein. Er hat die Tür aufgeschlossen, er hat sie dann sehr heftig zugeschlagen und wieder abgeschlossen. Und Sie sind nicht aufgewacht. Nein. Genau gegenüber.
Ich habe nichts gehört. Dann kam ein zweiter Mann, der Mörder. Und der hat ja nicht blindlings durch die Tür geschossen. Er hat genau gewusst, dass Fellner auf der anderen Seite der Tür stand. Und Sie wollen immer noch sagen, Sie haben nichts gehört? Nein. Ich habe Schüsse gehört. Na, die habe ich natürlich gehört. Ach, das ist erstaunlich. Und dann sind Sie an die Tür gegangen? Nicht gleich. Ich habe mir erst was übergezogen, dann habe ich die Tür aufgemacht. Aber da war längst Polizei da. Ich will Ihnen sagen, was ich mir denke. Natürlich haben Sie das alles gehört. Sie haben die Stimmen gehört, Sie haben die Stimmen sogar erkannt. Sie wissen genau, wer Fellner umgebracht hat. Wie kommen Sie denn darauf? Können Sie das irgendwo reinschreiben? Keine Sorge. Ich schreibe nie irgendwo was rein. Das, was ich glaube, das erfährt vorläufig niemand. Ich werde überall sagen, es ist ein nettes Mädchen, die Kellnerin, die da gegenüber von Fellner wohnt. Und sie ist oft rübergegangen zu ihm. Und er hat ihr oft etwas vorgespielt. Nur ihr. Und immer eine besondere Melodie, die er nur für sie geschrieben hat. Gehen Sie raus. Ich hab mit dem Dreckskerl nichts zu tun. Schon gut. Ach, das geht wieder nicht. Darf ich Ihnen helfen? Das ist aber nett. Vielen Dank. Bitte. Oh, ich mach dir's leicht. Jetzt hört wenigstens das ewige Klavierspielen auf. Gott sei Dank. Ich mach das leicht. Naja. Tja, eine Menge Aufregung, weißt du, Schröder? Ja. Sie gehen ans Telefon, rufen die Polizei an und unterdessen kommt hier seelenruhig der Mörder an Ihnen vorbei. Ja. Der hat Nerven, was? Das finde ich auch. Dabei kann es ihm ja gar nicht gleichgültig gewesen sein, ob er gesehen wird oder nicht. Zum Beispiel, wenn Sie ihn gesehen hätten, was wäre dann? Vielleicht hätte er Sie erschossen. Oder er wäre überzeugt, Sie würden nichts sagen. Wieso? Ja, vielleicht hat er das Gefühl, dass er sich auf Sie verlassen kann. Auf mich? Ja, weil Sie Angst haben. Naja, ganz natürliche Angst vor einem Menschen, der so brutal schießt. Am helllichten Tag in einem Haus, in dem sich so viele Menschen befinden. Herr Kommissar, ich habe auf dem Boden gelegen und nichts gesehen. Ja, diese Geschichte wird morgen in der Zeitung stehen. Der Portier hat auf dem Boden gelegen und hat nichts gesehen. Hoffentlich glaubt es auch der Mörder, dass Sie ihn nicht erkannt haben. Würden Sie das bitte für mich frankieren und in den Kasten stecken? Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wenn mich jemand sprechen will, ich habe mich wieder ins Bett gelegt. Wer könnte denn anrufen? Bosche. Tag. Sind Sie der Wirt? Tag, die Herren. Was darf's denn sein? Zwei Bier. Und ein paar Auskünfte. Das Bier können Sie haben. Da brauche ich nur den Hahn aufzudrehen. Aber Auskünfte. Da drehen Sie den Hahn wieder zu, meinen Sie. Was für Auskünfte sollen es denn sein? Also los. Sie beschäftigen einen Klavierspieler hier? Ja, beschäftigen kann man nicht direkt sagen. Ab und zu spielt jemand hier. Ein gewisser Fellner. Er ist tot. Was ist das? Ja, der wurde vor anderthalb Stunden in seinem Zimmer erschossen. Durch die geschlossene Tür hindurch. Ach. Mehr sagen Sie nicht? Was soll ich mehr sagen? Besten Dank, sage ich, dass Sie vorbeigekommen sind. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Ich brauche nicht unbedingt einen Klavierspieler. Ich habe tolle Musik auf Band. Was denn passiert mit dem armen Kerl? Entschuldigung,
Ich habe dazugehört. Was ist passiert? Auf Fellner wurde geschossen. Kennen Sie ihn? Er ist ein Freund von mir, ein sehr guter Freund. Wollen Sie sagen, es ist tot? Ja. Durch eine Tür hindurch erschossen? Ja, geht das denn? Ja, das geht. Das habe ich auch noch nie gehört. Wer hat das denn getan? Darf ich mal fragen, wer Sie sind? Mein Name ist Bosche. Haro Bosche. Ich sehe schon, ich bin bekannt. Habe ich recht? Ja. Kennen mich. Ja, Ihr Name ist allerdings bekannt bei uns. Auf wie viele Jahre Zuchthaus kommen Sie denn so in Ihrem Leben? Wenn Sie mir einen Moment Zeit lassen, insgesamt... Ja, ich glaube, ich komme auf 12. Berufsverbrecher. Ich halte die Bezeichnung für falsch. Aber ich kann mich nicht dagegen wehren, wenn Sie sie gebrauchen. Und Fellner wäre Ihr Freund? Warum betonen Sie das, hm? Er war's. Er spielte fantastisch Klavier. Wir haben ja manchmal bis morgens gesessen und er spielte und spielte für mich. Ja, für Heinz natürlich auch, aber er schlief meistens ein. Wo waren Sie denn vor anderthalb Stunden? Wie spät haben wir denn jetzt? 3 Uhr, nachmittags. Also um 2:30. Ja, aber da war ich doch hier. Heinz, du hörst doch, wonach gefragt wird. Warum sagst du nichts? Hier war ich. Ich bin 1 gekommen und saß die ganze Zeit hier. Und Ihre Freunde? Sind die auch bei uns bekannt? Natürlich sind sie. Das ist Demel, das ist Egon Kurz. Wo war die 2:30? Demel? War bei meiner Mutter. Ich habe gegessen. Wann bist du gekommen? Vor 5 Minuten. Wann ist er gekommen, Heinz? Vor 5 Minuten. Und wo er 2:30 war, sagt ihn seine Mutter. Sie wohnt nicht weit von hier. Wo wohnt ihr? Schiller 12. Und der andere? Egon Kurz. Im Hauptbahnhof. Grüner Saal. Zeugen? Wenn Sie nur Papier und Bleistift haben, dann kann ich Ihnen den Namen und die Adresse hier aufschreiben. Hast du? Ich verstehe natürlich vollkommen, dass Ihr erster Verdacht Leuten wie uns gilt. Ich bin nicht gekränkt, nicht im geringsten. Das ist nett von Ihnen. Wie lange sind Sie schon hier? Hier? Wir gehen mal raus, dann kommen wir wieder rein, dann gehen wir wieder raus. Wo ihr 2:30 wart, will er wissen. Wart ihr hier? Und wenn ihr hier wart, habt ihr mich gesehen? Habt ihr Fellner gesehen? Aber da ich 2:30 hier war, weiß ich, dass die beiden Damen nicht da waren. Nein, nein. 2:30, wo waren wir denn 2:30? Draußen. Draußen. Was ist denn los? Dürft ihr seit 1/2 Stunde hier. Und wenn ihr da steht, hört und sieht er nichts. Wollen Sie was von mir? Nein, nein. Na, warum stören Sie mich dann? Also dann, Fellner war nicht hier. Nein. Und auch Sie haben Fellner nicht gesehen und für die Zeit von 1/2 haben Sie Ihre Alibis. Ja. Das wär's dann wohl. Gezahlt habe ich ja. Wiedersehen, Hans. Tschüss. Komm. Gezahlt hat er? Wann denn? Vor 1/2 Stunde schon. Das heißt, er hat also praktisch nur gewartet? Bis wir kamen. Genau. Und dann sagten sie ihr Sprüchlein auf und gingen. Mhm. Was auch wir jetzt tun. Aber wir kommen wieder. Verlassen Sie sich drauf. Vati! Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht ins Lokal kommen. Hab ich das gesagt oder nicht? Hier ist er. Bosche. Haro Bosche. Aha. Vor 1/2 Jahr entlassen, nach 8 Jahren Zuchthaus. Von wem ist denn das? Staatsanwaltschaft 1. Na, aus der Schilderung spricht nahezu Hochachtung für die Intelligenz von Bosche. Seine Unternehmungen zeichnen sich durch 2 Dinge aus: gründliche Vorbereitung und Kaltblütigkeit. Einbrecher, kein Mörder. Bisher jedenfalls. Und ihr hattet das Gefühl, dass die Bosche und die anderen auf euch gewartet haben? Ja, es sah so aus.
Die wollten ihre Alibis vorbringen und dann verschwinden. Ja, dann ist es doch aber durchaus möglich, dass Bosche oder einer der beiden anderen der Mörder von Fellner ist. Und auch denkbar, dass Bosche und Fellner vorher im Pazifik waren. Das ist vollkommen eindeutig für mich, Chef. Der wird sein ganzes Benehmen. Fellner muss vorher da gewesen sein. Läuft weg und der Mörder hinterher. Ha. Hast recht, kaltblütig. Seelenruhig auf die Polizei zu warten und dann seine Alibis anzubieten. Polizeischutz für die Kellnerin und für den Portier. Beide wissen mehr, als sie gesagt haben. Und das weiß natürlich auch der Mörder. Und was ist mit dem, Kurz und Bosche? Genaue Überwachung und überprüft die Alibis. Ich werde mich jetzt mal um den Toten kümmern. Was ist das eigentlich für eine Art Klavierspieler? Vor 6 Wochen habe ich Werner Fellner kennengelernt. Auf der Auer Duld. Ich suchte ein Geschenk für meinen Vater und mir gefiel ein Zinnbecher, den gerade jemand in der Hand hielt und ebenfalls kaufen wollte. Das war Herr Fellner? Ja. Er war sehr nett zu mir. Er sagte, bitte nehmen Sie doch nur, ich kann darauf verzichten. Die Sache endete damit, dass wir zusammen essen gingen. Also Liebe auf den ersten Blick? Ja. Er gefiel mir. Wir verbrachten jede freie Minute miteinander. Als was hat er sich Ihnen vorgestellt? Als Musiker. Er sagte, er studiere Musik. Können Sie beurteilen, wie gut jemand Klavier spielt? Nein. Aber mein Vater spielt Klavier. Er sagte, bring ihn doch mal mit nach Hause. Und ich brachte ihn mit nach Hause. Was ist Ihr Vater? Arzt. Er hat sich sofort mit Werner verstanden, auf Anhieb. Werner spielte Klavier und mein Vater nahm mich beiseite und sagte zu mir, er spielt ganz großartig. Er hat einen wunderbaren Anschlag, begnadete Hände. Dann ging er zu ihm und sagte, was für Hände haben Sie nur. Nach 14 Tagen waren wir verlobt. Und Ihr Vater war glücklich darüber? Jeden Sonntag war Fellner da, verbrachte den Tag mit der Familie. Denn sonntags ist ja das Pazifik geschlossen, in dem er sonst jeden Abend soff, Karten spielte, in Schlägereien verwickelt war. Ich kann das immer noch nicht glauben. Wann wollten Sie heiraten? Nächste Woche. Es war schon alles vorbereitet. Ich sag's aber. Ich sag aber hier. Da ist eine Uhr. Und ich kann eine Uhr lesen. Um 12 war er hier, um 2 war er immer noch hier. Die ganze Zeit hier. Da. Auf dem Stuhl hat er gesessen. Und dann hat er gelegen, auf dem Sofa da. Ich sag, musst du jetzt liegen? Kannst du nicht was tun? Er sagt, ich bin müde. Ich sag, wovon bist du müde? Ich war wütend. Und wissen Sie, was ich jetzt bin? Froh und dankbar bin ich, dass er hier gelegen hat und dass er müde war. Ob faul oder müde. Jedenfalls muss ich Gott danken, dass er hier lag und dass ich in der Küche war. Zwischen 12 und 2. Und das ist eine fabelhafte Uhr. Da war noch nie was dran. Die geht auf die Sekunde genau. Trotzdem ich sie im Ausverkauf gekauft habe. So eine Uhr ist das. Das ist eine fabelhafte Uhr. Ja, schon gut, Frau Dehmel. Ich bin direkt gerührt. Also, Herr Dehmel, Sie wohnen hier bei Ihrer Mutter? Ja, er wohnt hier. Ach, darf ich den mal aufmachen? Wollen Sie dreckige Wäsche sehen? Ja, warum nicht? Nein, das dürfen Sie nicht. Aha. Vielen Dank. Robert. Na, Richard. Wenn es um die Uhrzeit geht, also das stimmt. Das ist in Ordnung. Wir waren zusammen im Hauptbahnhof, im Wartesaal. Ja, was für ein Saal? Im grünen Saal. Das war zwischen 12 und 2. Wir haben dort gegessen, Bier getrunken. Das alles ist wahr. Und sage es auch so, auf diese Weise. Wenn es erwünscht wird. Na, zufrieden? Zufrieden bin ich nicht. Aber ich habe ja zugehört. Wenn ich den da mitnehme, wie lange glauben Sie, hält er durch? Eine ganze Weile. Keine 3 Stunden. Bis morgen mindestens. Der Koffer war gepackt. Der Junge will weg. Warum ist er nicht weg? Ja. Ich sagte zu Kurz, soll ich Ihren Mann da mitnehmen? Ein kleiner Jugoslawe, dass der Mann gekauft war, das sage ich sofort. Ich sagte also zu ihm, wenn ich den Mann mitnehme und verhöre, dann hält das keine 3 Stunden aus. Und Kurz sagte, bis morgen. Bis morgen hält das aus.
Sieht so aus, Chef, als wollten alle bis morgen aushalten. Und dann weg. Ihr seid so frisch. Wo ist denn Bosche eigentlich? Helga? Ja? Nachricht über Bosche? Ja, vor 10 Minuten ist er wieder rübergegangen ins Pazifik. Robert, Demel und Kurz kennen dich nicht, aber du kennst sie. Und lass sie mir nicht aus den Augen. Und Walter, du holst bitte die Kellnerin und bringst sie ins Pazifik. Ja. Harry und ich, wir gehen direkt auf Bosche los. Auch ins Pazifik. Ich hab's mir gedacht, sie kommen wieder. Was habe ich gesagt, Heinz? Die kommen wieder. Meine Herren? Das ist Kommissar Keller. Schon gehört von. Es gibt Leute, die haben eine Menge Respekt vor Ihnen. Ich auch, Herr Kommissar. Ich auch. Heinz, ein Bier für mich. Ich möchte die Herren ja gerne einladen, aber ich habe das Gefühl, Sie nehmen nicht einmal ein Bier von mir, was? Da haben Sie recht. Aber auf eigene Kosten hätte ich ganz gerne eins. Sie auch, Chef? Ja, ganz gern. Due. Sie sind also Herr Bosche. Bin ich, Herr Kommissar. Und das hier ist das Pazifik. Ja. Ja, das ist hier wenig Betrieb hier, ne? Ja, nur tagsüber, Herr Kommissar. Abends sieht die Dreckbude fabelhaft aus. Richtig gemütlich da. Und Sie fühlen sich wohl hier? Tja, das tue ich. Das ist das richtige Wort. Auch Fellner fühlte sich hier sehr wohl. Ja, ich hatte den Eindruck. Er war gern hier. War er nicht gern hier, Heinz? Ja, anscheinend. Hat sich im Pazifik sauwohl gefühlt. Nur in der letzten Zeit war er wenig hier. In der letzten Zeit? Ja, er kam doch eigentlich nur noch abends, ne? Ja, das stimmt, das fällt mir jetzt auch auf. Und wissen Sie, warum? Na. Tag. Tag, Sabine. Was machst du denn schon hier? Frag den mal. Oder frag ihn. Also? Vielleicht haben Sie es inzwischen überlegt und Sie hatten doch etwas mit Herrn Fellner. Ist denn das noch wichtig? Spielt doch keine Rolle, oder? Der Mann ist immerhin umgebracht worden. Das ist nicht meine Sache. Ist doch nicht meine Sache, oder? Nein. Nicht meine Sache. Wollen Sie was trinken? Nein. Gib mir einen Schnaps, Heinz. Was wollen Sie von mir? Sie sagen, das ist nicht Ihre Sache. Ist sie das wirklich nicht mehr? Nein. Der Mann ist auf eine so gemeine Weise ermordet worden. Was wollen Sie eigentlich von ihr? Sie sagt, das hat nichts damit zu tun. Mit der Sache nicht? Mit dem Mann nicht. Da bin ich nicht so sicher. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Ich frage an, ich komme heute sowieso nicht mehr nach Hause. Ihr Bier, Herr Kommissar. Danke. Ich krieg doch mein Bier nicht. Was denn los, Herr? Ja, du kriegst dein Bier. Was gibt's denn, Helga? Herr Chef, kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Ja, selbstverständlich. Sie entschuldigen mich im Moment, ja? Also, Helga, was ist los? Ich habe im Büro gesessen und über die ganze Sache nachgedacht. Ja? Nämlich, was Walter gesagt hat. Dass Demel die Koffer gepackt hat und dass alle drei morgen weg wollen. Mhm. Ich habe einfach mal draußen den Riemann gerufen und die ganzen Passagierlisten absuchen lassen. Ja. Alle drei sind gebucht, Chef. Morgen früh nach Paris. Helga, das ist großartig. Dank dir schön. Ach, das ist noch nicht alles, Chef. Ich habe mir daraufhin die ganze Passagierliste vorlesen lassen. Mhm. Fellner steht auch drauf. Ja, die Sache wird ganz schön heiß. Was bedeutet das? Ja, das weiß ich auch nicht. Es bedeutet nur, dass einer nicht mitfliegen wird, weil er tot ist. Aber die anderen drei? Haben ihre Tickets in der Tasche und sind morgen weg, wenn wir nicht aufpassen. Sieht aus, als hätten wir nicht mehr sehr viel Zeit.
Bosche, würden Sie mit mir ein paar Schritte gehen? Gehen? Ja. Ein paar Schritte? Warum nicht? Sie wollen doch nicht nur mit mir spazieren gehen, Herr Kommissar. Worauf warten Sie? Auf Fragen. Fragen. Auf die üblichen Fragen sind Sie ja vorbereitet. Sie meinen, so kriegen Sie mich nicht? Nein, so kriege ich Sie nicht. Aber kriegen wollen Sie mich? Ja, natürlich. Sie waren mit Fellner befreundet. Vielleicht sogar mehr als befreundet. Ein Herz und eine Seele. Wusste Fellner, wer Sie waren? Wenn Sie meinen, ob er gewusst hat, dass ich aus dem Zuchthaus komme. Ja, das hat er gewusst. Aber es hat ihm nichts ausgemacht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Interessant fand er das, Herr Kommissar. Interessant. Interessanter als ich. Amateur. Spielte er eigentlich wirklich so gut Klavier? Ja. Sie werden es vielleicht nicht glauben, Herr Kommissar, aber ich höre gerne Musik, besonders Klavierspiel. Fellner brauchte Zuhörer. Und der war ich. Dankbar. Möchten Sie? Ja, sehr gerne. Danke. Ich glaube, Sie verstehen Ihr Geschäft. Ja, glauben Sie. Das sieht man. Sie sind auf der Hut, was? Und ob ich aufpasse, obwohl ich eigentlich nicht verstehe, was Sie von mir wollen. Fellner war mit der Kellnerin befreundet. Ja. Ich übrigens auch mal. Wissen Sie, Sabine ist da ziemlich großzügig. Wussten Sie, dass Fellner sich verlobt hatte? Was? Verlobt? Das habe ich nicht gewusst. Ja, mit der Tochter eines Arztes. Keine Ahnung. Dann heißt, Sie wollten nächste Woche heiraten. Ach. Ja. Kein Wort gesagt, hat er. War er immer so verschlossen? Na, eigentlich nicht. Ja, allerdings, wenn er nicht wollte, wollte er nicht. Auch Klavier gespielt hat er nur, wenn er Lust hatte. Wenn einer mal sagte, spiel doch mal, kam nicht in Frage, tat er nicht. Er spielte, wann er wollte, dann aber auch, wie er wollte. Verrückt, Herr Kommissar. Manchmal hat er beim Klavierspielen geheult, bis er aufhörte, weil er nicht mehr konnte. Er saß da, zitterte, weinte. Da musste man Stühle vor ihm in Sicherheit bringen, die schlug er nämlich kaputt. Wissen Sie, was ihn jedes Mal zur Vernunft brachte, wenn man sagte, pass auf deine Hände auf. Hätten mal sehen sollen, wie der erschrak. Gleich macht er so. Hatte wirklich fabelhafte Hände. Fabelhafte Hände. Er war ja auch eigentlich kein Klavierspieler. Er war ein Feinmechaniker. War er das? Ja, wussten Sie das nicht? Nein. Sie wollen mir doch nicht weismachen, Sie hätten nicht gewusst, was für einen Beruf er hatte. Naja. Danke, Herr Bosche. Soll ich Sie noch irgendwo hinbringen? Nein, vielen Dank, Kommissar. Ich hab zu danken. Wird er überwacht? Zwei Mann folgen ihm. Ist wer Chef? Ja, fahr. Fahr, ich bitte dich. Ja, in Ordnung, ich werde es ausrichten. Gut, Fern, danke. Was soll ich denn? Ja, Robert hat vom Bahnhof angerufen. Demel und Kurz stehen auf dem Bahnsteig. Wieso, wollen Sie verreisen? Nein, Robert sagt, es sieht so aus, als wollten Sie jemanden abholen. Robert lässt Sie nicht aus den Augen. Aber er hat das Gefühl, als rechnen Sie mit Überwachung. Es sei nur ein reiner Zufall gewesen, dass er Sie wieder erwischt hat. Und der Portier? Nichts Neues, der Mann rührt sich nicht vom Fleck. Aber er tut seinen Dienst? Ja. Na, den müsste ich ja endlich festnehmen. Aber da müsste ich auch die Kellnerin. Das gibt ja nicht. Was gibt's bei dir, Walter? Nichts. Überhaupt nichts. Ich habe mir den Wirt noch mal vorgenommen, aber die halten zusammen, auch wenn Bosche nicht dabei ist. Hör zu. Bosche und Fellner waren für mich bisher immer ein Verbrecher und ein Klavierspieler. Aber das sind sie nicht. Sie sind vielmehr ein Verbrecher und ein Feinmechaniker. Verdammt, Chef. Natürlich. Sie meinen, das könnten nicht nur Freunde gewesen sein, sondern Komplizen. Versuch mal unter diesem Gesichtspunkt die Geschichte zu erzählen. Ja, das sieht dann so aus. Bosche, Berufsverbrecher, Abteilung Einbruch, lernt Feinmechaniker kennen. Genau den Mann, den er gebrauchen kann. Ja, und die beiden planen zusammen ein großes Ding. Aber das ist doch eine Vermutung. Denk an die Flugscheine, Harry. Bosche, Demel, Kurz. Und Fellner wollten weg. Morgen weg ins Ausland. Ach so. Du denkst, dass... Naja, natürlich, sie wollten ihr Ding drehen und abhauen. Aber das hieße doch, dass sie es heute Nacht drehen. Ja, Harry, logischer Schluss.
heute Nacht. Erzähl weiter. Ja, Fellner ist unsicher. Er hat zwei Seelen in seiner Brust. Und da lernt er auf der Duld ein Mädchen kennen. Sein Traum. Aber das war ein Traum, der nicht ins Pazifik passt. Der lässt die Kellnerin sausen, verlobt sich, will heiraten. Aber er will natürlich auch von Bosche nichts mehr wissen. Der junge Mann hat heimgefunden an dem bürgerlichen Familientisch. Ja, so ist es. Aber da ist die Sache, die vorbereitet ist und die steigen soll. Die heute Nacht steigen soll. Moment mal, Walter. Fellner kommt und sagt, ich mach nicht mit, ich steig aus. Ja, genau. Und da kam's zum Streit. Fellner rannte nach Hause und wollte gerade die Polizei benachrichtigen, als Bosche kam und schoss. Und schoss. Ich glaube, Chef, das ist die Sachlage. Und sie stimmt, wenn der Einbruch oder was auch immer heute Nacht wirklich passiert. Grabert? Walter, ich bin am Hauptbahnhof. Demel und Kurz holen gerade jemanden vom Zug ab. Danke. Der Ersatzmann für Fellner trägt einen schweren Koffer. Es scheint wirklich der Feinmechaniker zu sein, den Bosche braucht für heute Nacht. Was machen wir denn jetzt? Bosche fährt mit einem Taxi durch die Arnulfstraße Richtung Bahnhof. Ende. Das Taxi ist jetzt da. Es fährt eben Holzkirchner Bahnhof an. Bosche steigt aus. Ende. Warten Sie noch. Bosche ist verschwunden. Ja, was soll ich dazu sagen? Er soll versuchen, ihn wiederzufinden. Das ist der Erste, den wir verlieren. Haben Sie damit gerechnet, Chef? Ja, hier steht's ja. Alle Unternehmungen Bosches sind genau vorbereitet. Also wird er ja auch am besten wissen, wie und wo er uns abhängen kann. Lauer? Jetzt haben wir den Zweiten verloren, was? Ja. Eine halbe Stunde lang nichts. Wer soll ich nachfragen lassen? Nein, 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 lass nur. Ich gehe ins Pazifik. Wenn irgendwas ist, dann ruft mich an. Ja? Aber Chef... Ich kann hier nicht warten.
Bitte. Danke. Sehen Sie, jetzt gefällt es Ihnen auch hier. Ist nämlich gar nicht so schlecht, das Pacific. Warten Sie, ich stelle andere Musik an. Willst du nicht arbeiten? Lass mich in Ruhe. Es muss nur dunkel sein. Bei Dunkelheit ist alles besser. Gefällt Ihnen die? Ja. Was ist das? Was weiß ich, irgendetwas. Ist doch hübsch, nicht? Ja, ganz hübsch. Die hat er immer gespielt, wenn er nicht selber gespielt hat. Ach, sowas gefiel ihm mal so dem Film. Ne? Aber deswegen habe ich es nicht eingestellt. Nein, glaube doch. Nein. Doch, sie tun alles nur deswegen. Sie denken jede Sekunde an ihn. Manchmal schauen sie zur Tür, als erwarteten sie, dass er jeden Augenblick hereinkommt. Aber das kann er ja nicht mehr. Weiß ich ja. Wasser zum Kühlen. Haben wir. Erster Stock. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich beschreibe es euch. Robert, was ist denn? Polizei, kommen Sie raus! Kommen Sie raus, Bursche!
Alles in Ordnung, Robert? Ja, Walter. Los, rüber an die Wand. Na, wie geht's denn jetzt, Bosche? Hat jemand zufällig eine Zigarette? Na, Gott sei Dank. Nein, nicht ins Büro. Bringt sie hier. Ja, ja, ihr habt richtig verstanden. Hier, hier. Ja, wir haben Sie erwischt. Ich würde jetzt nichts mehr trinken an Ihrer Stelle. Warum nicht? Sie werden gleich Ihre Aussagen machen müssen. Sie und Sie auch. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Auch Sie sollten nichts mehr trinken. Bitte fordern Sie Ihre Gäste jetzt auf, zu zahlen und zu gehen. Ich muss leider Ihr Lokal schließen. Das heißt, mir bringen Sie noch einen Wein. Chef, da wären wir. Da wären wir. So, hier rüber, meine Herren. Sie gehen auch darüber. Robert? Ja. Ach du liebes bisschen. Na ja, komm, setz dich ja heute erstmal. Willst du was trinken? Bier. Ein Bier, bitte. Darf ich auch etwas trinken, Herr Kommissar? Aber selbstverständlich, Herr Bosche. Was darf es denn sein? Komm, nimm ihm die Handfesseln ab. Danke, Herr Kommissar. Ein Whisky, Sabine. Sabine. Geht's jetzt los, Herr Kommissar? Ja, es geht los, Herr Bosche. Die Sache heute Abend gut vorbereitet? Natürlich, Herr Kommissar. Und der neue Mann, war er gut? Ja, er hat nicht versagt. Wenn jemand versagt hat, dann nicht. Ja, Sie haben große Fehler gemacht. Sie sind auf den Klavierspieler reingefallen. Kann sein. Ich habe Ihnen vorhin eine Zigarette gegeben, Herr Kommissar. Dürfte ich jetzt eine von Ihnen haben, bitte? Natürlich. Tja, der Klavierspieler. Bitte. Danke, Herr Kommissar. Was meinen Sie, was wir hier schon für hübsche Abende erlebt haben? Haben Sie eigentlich lange gebraucht, Fellner dazu zu bringen, mitzumachen? Nein. Abenteuerlust, Herr Kommissar. Er sagte sofort ja. Ich musste ihm sagen, hallo. Nicht so schnell, überleg dir das. Er war begeistert. Wissen Sie, dass ich ihm das Angebot gar nicht so gerne gemacht habe, wie Sie vielleicht glauben? Nein? Er war zu sprunghaft, zu widersprüchlich. Mal so, ein Künstler. Was Künstler? Ich war immer dagegen, dass dieser heulende Klavierspieler mitmacht. Kerno hat er ja auch nicht mitgemacht. Weil er gestorben ist. Nein, nicht weil er gestorben ist, weil er erschossen wurde. Aber Ihre Beschreibung von Fellner ist sehr gut. Widersprüchlich, sprunghaft. Der Mann wusste gar nicht, was er wollte. Nur weil er ein Mädchen kennenlernte, hat er sich überlegt, er muss sein neues Leben beginnen. Kann sein. Kann sein. Und dann stieg er aus. Nicht nur das, er wollte euch ja sogar hochgehen lassen. Er lief hier weg und rief die Polizei an. Und dann haben Sie ihn erschossen, Herr Bosche. Nein, Herr Kommissar, nein. Ich gebe zu, eine solche Schlussfolgerung liegt nahe. Aber sie ist zu schön, um wahr zu sein. Tut mir leid. Na gut, dann werden wir es beweisen. Walter? Heute Mittag um 2:30 waren Fellner und Bosche hier in diesem Lokal. Fellner lief weg, Bosche hinter ihm her. Stimmt das? Davon weiß ich nichts. Wären Sie bereit, das zu beschwören? Ja, sicher. Ich habe ja gesagt, ich war. Ich stehe nicht immer hier. Herr Back, Sie lügen wirklich verflucht schlecht. Lars Walter, wir haben noch einen anderen Zeugen. Dem Wirt war Fellner ganz gleichgültig. Aber Ihnen nicht. Ihnen kann er ja nicht gleichgültig gewesen sein. Denn Sie waren seine Freundin, seine Geliebte. Es war ja fast so, als wohnten Sie zusammen. Als der Mord passierte, da war sie im Zimmer gegenüber. Also so gut wie dabei. Sie liebte Fellner. Aber er wollte sie verlassen. Er hatte die Koffer gepackt und wollte weg. Sehen Sie nicht immer zu Bosche.
Jetzt will ich mal von Ihnen genau wissen. Sie haben Fellner kommen hören. Er kam die Treppe heraufgestürzt, er schloss die Tür auf und... Bosche. Erzähl du. Bitte. Eines Geheimnis. Mein Fehler war, dass ich sie unterschätzt habe. Ja. Fellner war hier. Später völlig verrückt. Tagelang hat er uns sitzen lassen. Hat uns hingehalten. Dann sagt er, nein, ich steige aus. Na gut, sagte ich, ich finde schon einen anderen Mann. Aber Kurz hatte eine Mordswut auf ihn. Er ging auf Fellner los. Er verprügelte ihn. Was ein Fehler war. Jetzt dreht er völlig durch. Sagte, ich zeige euch alle an und lief nach Hause. Ich sagte, los hinterher, der bringt fertig und tut, was er gesagt hat. Kurz und ich folgten ihm. Fellner sah, dass wir ihm folgten. Er hatte einfach Angst. Vor Kurz, vor mir, für sich selbst oder für sich. Ein Idiot, der Kurz. Ein Idiot. Herr Schröder! Herr Schröder! Schwein mache ich fertig, ey. Bleib hier. Ich sagte, ich gehe rein. Ich gehe rein. Die Polizei. Geben Sie mir die Polizei. Ja, das Revier. Oder holen Sie die Funkstreife. Nur schnell, schnell. Ja, in die Passion Krüger in der Goethestraße eine Funkstreife. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, für einen Gast. Ich ging so schnell, ich konnte die Treppe hinauf. Fellner war wahnsinnig. Ich musste ihn zurückhalten, etwas völlig Verrücktes zu tun. Fellner. Fellner, mach doch auf. Ja, und warum sprechen Sie nicht weiter? Es hat doch keinen Sinn, ich weiß es ja längst. Erzähl es, Bosche. Erzähl es. Ich sagte also, Fellner, sei doch nicht verrückt. Wir können doch über alles sprechen. Fellner! Ist er da? Er hat gepackt, Bosche, er will weg. Bist du verrückt? Bosche. Gehen, dann sehen wir uns schließlich ab. Schnell! Ich wollte versuchen, Sabine zu decken, so gut es ging. Solange es ging. Noch hatte mich niemand gesehen. Ich hatte die Pistole noch in der Hand. Du hast nichts gesehen, Schröder. Verstehst du? Du hast nichts gesehen. Nein, Bosche. Du hast Schüsse gehört und dich hier unten auf den Boden gelegt. Und nichts gesehen. Ist gut, Bosche. Ein feiger Typ, dieser Schröder. Ich kannte ihn seit langem. Sag, da oben muss was los sein. Du hast Schüsse gehört. Und geh rauf mit ihm. Was ist denn los? Da sind Schüsse gefallen. Oben. Sabine, ich werde versuchen, dir zu helfen, hörst du? Solange es geht. Solange es geht. Dass ich ihn treffen würde. Durch eine Tür. Das habe ich nicht gewusst. Wenn sie nicht gestanden hätte jetzt, das wäre böse für mich gewesen, was? Nein, ich wusste, dass Sie es nicht waren. Wieso? Niemals ist bei Ihnen je von einer Waffe die Rede gewesen, sondern immer nur von Ihrer Intelligenz. Es passte einfach nicht zu Ihnen, blindlings durch eine Tür zu schießen. Und ganz sicher wurde ich, als Heinz mir erklärte, Sie mögen keine Schießerei. Ja, sagen wir es so, Herr Kommissar, Mord ist mir zu teuer.